Glück auf, Ruhrpott Outdoor hier und heute tatsächlich mit Folge Nummer 19 von Zeig dein Zeug. Ich habe wieder eine Menge Einsendungen von euch bekommen, was euer Everyday Carry angeht. Dazu mache ich mir so ein bisschen meine Gedanken, gucke mir eure Videos an und kommentiere das Ganze ein bisschen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt und hier in dieser Zeig dein Zeug Show euer Everyday Carry sehen wollt, auf das ich dann anschließend reagiere, dann sendet mir doch einfach euren Clip ein. Der sollte nicht allzu lang sein. Ideal wäre so zwischen 5 und maximal 8 bis 10 Minuten. Und ich reagiere dann anschließend darauf und schaue mir das Ganze an. Dann sendet eure Einsendung doch bitte an die jetzt hier eingeblendete E-Mail-Adresse, bitte als Download-Link über Google Drive ohne Passwortfreigabe. Das ist nicht allzu schwer, kriegt jeder hin. Jeder, der ein Google-Konto hat, hat auch einen Google Drive. Da kann man bis zu 15 GB kostenlos hochladen und das dann an andere Leute freigeben oder versenden ohne ein Passwort. Da kann dann nur derjenige darauf zugreifen, der diesen Link geschickt bekommen hat. Bitte keine Links zu irgendwelchen YouTube-Videos oder irgendwelchen Dropbox oder anderen Plattformen, kein Wii-Transfer, der verfällt nach einer Woche. Also wäre es ganz toll, wenn ihr euch daran halten würdet. Das wäre super. Also, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, Folge Nummer 19, der absolute Wahnsinn, dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Okay, wie ich sehe, ihr seid noch dran, also geht's direkt los. Ich habe mir hier ein paar Sachen ausgesucht von Einsendungen, die ich von euch bekommen habe. Der erste, den ich hier gerne zeigen würde, das wäre der Felipe, auch genannt der Wanderkauz. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also, ich bin gespannt, auf geht's. Glück auf, Sascha, Goose. Ja, ich feiere dein Format, Zeig dein Zeug doch sehr. Ich schaue mir jede Folge mit Begeisterung immer wieder an, teilweise auch mehrmals. Und ja, da liegt es doch nahe, dass ich dann auch ein Video mache. Ja, natürlich, Glück auf. Aus dem nördlicheren Kohlebereich, Raum Ibbenbüren. Weiß nicht, ob jeder was sagt, gehe ich immer ganz stark davon aus. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es soll um mein EDC gehen. Ja, mein EDC. Keiner Patch. Wie bei den meisten natürlich rotiert es auch. Ich möchte meine meistgenutzten und meine liebsten EDC-Gegenstände einmal kurz vor die Linse halten. Okay, her damit. Ja, als erstes vor Linse halten geht natürlich nicht. Ist das gute Smartphone. Damit filme ich nämlich gerade. ist ein ganz normales iPhone. Nichts Besonderes. Sollte jedem ein Begriff sein. Gehen wir aber mal auf die essentiellen Sachen ein. Was ich natürlich immer mitnehme, wenn ich aus dem Haus gehe, ist mein Schlüsselbund. Leuchtet ein. Den Hausschlüssel habe ich jetzt natürlich fürs Video einmal abgemacht. Mhm. Den Autoschlüssel brauche ich draußen fast immer, wenn ich rausgehe. Dann eine Münze dran für die Einkaufswagen, die man ja des Öfteren mal haben muss. Den Euro durchgebohrt. Eine kleine Taschenlampe. Ich habe hier die Olight IR2 EOS. Cool. Ja, ist klein, funktionell, kennen auch die meisten, finde ich genial, da das Ding über USB aufladbar ist. Sehr praktisch. So hat man kein Problem mit der großen Batterieflut und das Ding macht wirklich Licht wie die Hölle, also für so ein kleines Teil, auch wenn man mit einem Hund mal draußen ist, zur abendlichen Gassi-Runde und man hat die normale Taschenlampe mal schändlicherweise vergessen, reicht das Ding mehr als aus. Cool. Dann habe ich hier noch so eine kleine Kapsel mit einem kleinen Tritiumstäbchen drin. Cool. Ja. Somit kann man auch den Schlüsselbund im Dunkeln schnell wiederfinden. Und ganz klassisch ein kleines Victorinox Classic mit den wichtigsten Sachen dabei. Pinzette, Zahnstocher, kleine Schere, kleine Klinge und Nagelfeile. Kann man mehr immer gebrauchen. Genau. Im Normalfall eigentlich nicht, aber haben und brauchen ist ja immer so eine Geschichte. Absolut. Ja, was muss auch immer mit? Natürlich das Portemonnaie. Portemonnaie sehen ja heutzutage ein bisschen kleiner aus. Ich habe mich für das Travex hier entschieden.
Ich hatte lange Zeit lang auch diesen komischen iClip gehabt. Das war aber nicht so ganz meine Welt. Dieses Teil hier von Travex, das erfüllt wirklich alle meine Anforderungen. Man kriegt die Karten super rein. Man bekommt ein paar Geldscheine hinten rein. Und ja, sieht gut aus, wirkt männlich. Was will man mehr? Das ist echt ein schönes Ding. Ja, dann, wie Böker. So viele, habe ich auch den Kugelschreiber von Böker. Der ist klein, kompakt, man kann ihn so zwischenzeitlich in die Hosentasche reinstecken, ohne dass er großartig stört. Man, es ist ein Spielfaktor da. Und ja, ich habe dieses Schneider XB-Mini drin, damit schreibt er auch richtig schön weich und angenehm. Ein wirklich klasse, solides Teil. Begleitet mich schon mehrere Jahre. Und ja, einfach nur klasse. Normale Kugelschreiber würden ja reichen, aber wenn man die in die Hosentasche packt, zerbrechen die ja doch ganz schnell. Sehr schick. Als Taschenlampe im EDC-Bereich habe ich hier die LED-Lenser oder LED-Lenser P2R Core. Dieses R steht wohl, glaube ich, für Rechargeable. Da ist ein Akku mit drin geliefert. Ja, das Ding macht, was es soll. Es macht Licht. Versehentliches Betätigen des Schalters kommt wohl nicht in Frage, da der wirklich tief zu drücken ist. Und das Licht ist auch mehr als ausreichend für den EDC-Bereich. Ja, Taschenlampe, was soll man dazu großartig sagen? Cooles Ding. Absolut praktisch. Dann an Taschenmessern habe ich zwei am liebsten im Wechsel dabei. Das Bugout und das UKPK. Einmal das altbekannte UKPK. Ja gut, man sieht jetzt, die Klinge ist ein bisschen dreckig, verschmutzt. Bei mir. Liegt an der Benutzung das dabei gerade? Nee. Und dann habe ich noch im Wechsel dann das Benchmade Bugout dabei. Sehr schön. Ja, die beiden habe ich am liebsten im Wechsel dabei, aus dem ganz einfachen Grund. Klein und leicht. Wie packt man eine Hosentasche? Und ja, man könnte es als Nachteil aussprechen, dass man teilweise auch vergisst, dass man die dabei hat, da man sie gar nicht spürt. Und das finde ich gerade genial. Also nicht das Vergessen, sondern dass man die nicht spürt. Als Tool habe ich zurzeit das Spirit von Victorinox. Hier in der XPS-Version, also in der schwarzen Version, das ist, glaube ich, die militärische Version. Schön. Ist sonst gleich zu den anderen Spirit-Modellen, außer dass hier oben noch so eine Kapselklemme mit drin ist, die die, glaube ich, für die Sprengdinger oder was nutzen dann beim Militär. Keine Ahnung. Oh. Beim EOD war ich nicht. Ja, sonst, na gut, da ist alles bei. Multitools kennt jeder, Schere, Kreuzschlitz, Klinge, Säge, Pfeile, ja. Was soll man dazu großartig erzählen? Sollte jeder, der sich dieses Format anguckt, sollte das kennen. Ja, und dann am liebsten, ich habe ja jetzt, ja, Pouches habe ich ja genug, am liebsten halt zur Zeit diese kleine Pouch mit einem Mann, gerade wenn man mit kleinen Hosentaschen und so weiter unterwegs ist, das will ich ganz lütsch, ganz klein, da ist einfach nur ein kleines Victorinox mit drin. Schön personalisiert. Schwer in der Kamera. Nicht, noch eine Lampe. Eine kleine Taschenlampe nochmal. So als Backup. Und dann noch, weil man es so gerne hat, noch zwei Münzen. Was da alles reinpasst, oder? Ja. Das war es dann an meiner Stelle mit meinem EDC. Gut, wenn man jetzt alles rausholen würde, würde es den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Aber das sind so die Gegenstände, die ich mit am liebsten mitnehme und auch im Wechsel benutze. Mach weiter so. Gruß an die anderen Jungs von Ruhrpott Outdoor. Danke. Man sieht sich. Danke. Munter bleiben. Wow, cool. Also, Philippe, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Nummer gewesen. Was ich sehr gut fand, also erstmal Kompliment, das Ganze in so einer kurzen Zeit zu verpacken, ist mit Sicherheit nicht einfach. Jeder, der schon mal ein Video gedreht hat, weiß das. Man verlabert sich, dann fällt einem hierzu noch was ein. Gerade bei mir ist das oft ein Problem, dass ich aus einem 5-Minuten-Video auf einmal ein 22-Video gemacht habe, 22-Minuten-Video gemacht habe. Das ist auf jeden Fall sehr cool gewesen. Etwas über 6 Minuten hat er gebraucht, um seinen ganzen Kram vorzustellen. Davon können sich manche mal eine Scheibe abschneiden. Obwohl, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jemand, der viel zu zeigen hat und dazu viel zu erzählen hat und schöne Hintergrundinformationen bringt, da kann das auch gerne mal mehr werden. Also ich habe Videos gehabt, die teilweise, ich glaube, bei der letzten Folge war es der Andi, über 18 Minuten, glaube ich, waren das. Aber davon war nicht eine Sekunde langweilig oder irgendwie langatmig. Aber ich kriege auch manchmal Einsendungen, die ich dann auch nicht zeigen kann, weil es einfach
mehr zu einer Eigenwerbung des eigenen Kanals ausartet, irgendwie mit einem Vorspann, mit einem Intro, mit wilder Musik und Geschnitten und Einblendungen und Grüße gehen raus und eine Historie davor. Und manchmal hat man auch Leute, die halt Ewigkeiten brauchen, um irgendwie auf den Punkt zu kommen und zu sagen, was das jetzt ist, warum sie es bei sich haben. Also ich habe ganz unterschiedliche Einsendungen. Ich will jetzt auch keine Wertung abgeben, aber für das Format hier ist sowas natürlich der Idealfall. 6 Minuten 20 oder was das waren und in einem durch das habe ich dabei. Die meisten Sachen, wie er selbst schon ganz richtig bemerkt hat, kennt man halt, wenn man sich dieses Format hier anschaut und kein absoluter EDC-Neuling ist, dann sind die meisten Dinge natürlich auch bekannt und ich fand es einfach gut präsentiert. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Auswahl der einzelnen Komponenten. Ich fand, obwohl jetzt keine stringente Linie zu erkennen war, was ich so ein All-Kupfer, All-Titan, EDC, dass es halt irgendwie eine coole Zusammenstellung von richtig stylischen Dingen war, die ich absolut nachvollziehen kann. Travex Portemonnaie, also wirklich der Grail of Geldbörse. Dann das Benchmade Bugout in All Black, das UKPK von Spyderco, also wirklich eine tolle Auswahl von Klingen, von Ausrüstungsgegenständen. Böker war nicht immer so mein Favorit. Der Pen ist super, auch allein wegen des Bajonettverschlusses. Ich finde diese Fidgeting-Nummer, die kommt auch immer mehr in ganz vielen Gegenständen. Ich habe zum Beispiel hier so einen ganz unnötigen und pottenhässlichen Kugelschreiber von Spyderco, der so in Form eines Butterfly-Knives irgendwie aufgemacht ist. Hässlich wie die Nacht, das Ding, aber es macht halt unheimlich Spaß, damit rumzuspielen. Schöne Grüße gehen raus an Olaf, der mir den hier geschenkt hat. Aber wie gesagt, also tolle Sachen dabei, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Philippe, vielen, vielen Dank. Coole Vorstellung deines EDCs. Ich bin total begeistert davon. Was mir persönlich auch ganz gut gefallen hat, war diese wirkliche Verwendbarkeit. Man merkt also wirklich, das ist so ein Zeug, was du jeden Tag mit rausnimmst. Manchmal sieht man ja auch so EDCs, da schließe ich mich nicht aus, die enthalten Dinge, wo man sich denkt, Alter, ganz ehrlich, einmal in 10 Jahren wirst du das benutzen, ja? Und das war's dann auch. Was man so im Auto lagert als EDC, unterscheidet sich ja nochmal ganz stark. Das ist auch bei mir so, da habe ich viel so Dinger drin, irgendwelche Schlüssel, mit denen man durch bestimmte Poller durchkommt zum Beispiel, oder ein Pickset, falls man irgendwo ein Schloss aufmachen muss für eine Durchfahrt oder sowas. Also hauptsächlich, das hat nicht unbedingt was mit Flucht zu tun, sondern eher mit dem Ermöglichen von Weiterkommen, von Wegen eröffnen und natürlich auch Sachen, die man einfach braucht, falls man jetzt irgendwie im Stau sitzt oder um sich einfach ein bisschen gemütlicher zu machen. Ja, dann, also Kleidung bei Regen zum Tauschen, Wechselunterwäsche, Toilettenpapier, so ein Zeug, das kann ich verstehen. Aber beim EDC am Mann ist das vom Philippe hier auf jeden Fall einfach das Praktischste und Grundlegendste, was man eigentlich so bei sich tragen sollte und kann. Finde ich richtig gut. Danke dir, Philippe, fürs Einsenden. Wir gehen gleich durch und machen mit dem nächsten weiter. Das ist der Sven. Ich habe hier beim Sven noch einen Screenshot von seiner Mail gemacht, die mit dazugekommen ist. Hi Gus, ich finde dein Format zeigt dein Zeug echt spitze und sympathisch und schaue gerne zu. Heute habe ich mich spontan bei einem kleinen Spaziergang im Iserlohner Stadtwald entschieden, ein kurzes Video als Futter fürs Format zu machen. Ich bin Iserlohner, ich glaube, du kennst die Stadt. Ja, kenne ich sehr gut, habe ich 30 Jahre gewohnt. Leider sehe ich gerade, dass ich Dussel das Video im Hochformat gefilmt habe und ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Dafür ist es sehr kurz und prägnant, habe auch noch die Namen der Messer vergessen. Das eine wäre das Fellkniven LTC, dann das ProTec Malibu, White River GTI 3 und Condor Belgian Bowie. Alter Schwede, jetzt bin ich aber mal gespannt. Vielen Dank. Also Sven hat hier noch gebeten, seinen Nachnamen nicht zu nennen. Das respektiere ich natürlich. Das könnt ihr mir auch jederzeit mit dazu schreiben. Wer hier anonym was abgeben will, kann sich auch Goofy nennen oder sonst wie. Das ist mir vollkommen egal. Dann habe ich hier den Link zum Google Drive. Hat der Sven alles richtig gemacht? Schauen wir uns jetzt mal an, was er uns hier so zu bieten hat. Hochkant, tatsächlich nicht die geilste Idee, aber jetzt bin ich natürlich auch gespannt auf die Klingen, die er hier vorgestellt hat. Auf geht's, Sven, legen wir los. Ja, Glück auf, ihr Räuber. Hallo Gus, ich wollte das jetzt auch mal machen, mein Zeug zeigen. Liebe Grüße aus dem Iserlohner Stadtwald. Also mein kleines EDC, das allerkleinste, ist hier diese Ledertasche. Ach, cool. Mit einem klitzekleinen Taschenmesser von Fellkniven. Das ist schick. Sehr schick. Das LTC, super winzig, super scharf. Cooles Teil.
Ich hatte erst gedacht, es wäre ein Alox oder so. Dazu eine kleine Olei-Taschenlampe in Titan. Die, Moment. Die 5, oder? Die I3. I3, genau. Und ein Kugelschreiber, Space Pen, so und so. Okay, cool. Als nächstes, wenn das eine nicht taucht, habe ich auf jeden Fall immer das dabei. Ah, geil. Ich bin super stolz drauf, ist ein Victorinox. Und mir hat ein Bekannter halt die Schalen geätzt, Darth Vader-mäßig. Geil, gut gemacht. Muss ich kurz stoppen, erinnert mich so ein bisschen an die Sachen vom Hafenbaggerluten. Solltet ihr mal gucken auf Instagram, der hat mir auch eine Taschenlampe von Olight geätzt mit Glück auf und Hammer und Schlegel. Die werde ich noch en Detail vorstellen, dazu brauche ich aber noch ein paar Makrolinsen. Da würde ich ganz gerne ein bisschen schönes Zeug an Kameraarbeit mitmachen. Und mir sind einige Sachen ausgefallen, andere habe ich verkauft. Ich betreibe ja hier so eine kleine Videoproduktionsfirma, auch mit Equipmentverleih, und da ist immer mal wieder was im Durchlauf. Deswegen, da würde ich gerne noch ein bisschen warten, bis ich das mache. Aber das erinnert mich sehr stark an die ganzen Nummern. Coole Sache. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Ja, das Messer darf man leider nicht immer mitnehmen. Das ist ein Protech. Flippt wunderschön. Aber leider nicht 42A-konform. Ja. Ja, dann habe ich immer eigentlich gerne einen Fix dabei. Wow. Das ist von White River. Sehr klein, aber super griffig. Habe ich meistens in der Lederscheide jetzt zur Aufnahme. Jetzt sogar die passende Keidescheide. Dann sehr noch schön. Hier ein Tactical Pen von Oeker, auch in Titan. Weil ich nicht mehr rauche oder das umgewandelt habe, habe ich eine E-Pfeife. Ich habe noch andere Modelle, aber das ist so mein Liebstes für unterwegs. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, Portemonnaie, nichts geil. Besonderes. Camel Active. Klein, handlich. Dann hier eine Box für die Zigarettenstummeln, wie du immer sagst. Ja, ich habe jetzt neue. Hat mir Malibu Stacy die Pro zum Weihnachten geschenkt. Dann eine Ray-Ban Sonnenbrille. Wollte ich schon immer haben. So, habe ich noch was vergessen. Ach, Uhr. Uhr? Uhr ist von Seiko. Von Seiko. Einfaches Modell. Das haben mir meine Kumpels letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Sehr bin ich super stolz drauf. SK09, glaube ich. Oder? Ja, und die Waldwanderung. Das ist auch nicht 42A-konform. Habe ich aber nicht immer dabei. Ist warum von nicht? Condor Bowie Knife. Das ist sehr schön. Das ist wirklich schön. Ich mag das Klingenfinish. Ja, das war es dann eigentlich schon. Danke fürs Zugucken und mach weiter so mit dem Format. Gefällt mir sehr gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, Sven. Richtig, richtig coole Nummer. Alter, ihr habt es aber heute richtig gut drauf, würde ich sagen. Also auch hier knackige Vorstellung. Hut ab, alles kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Und also die Auswahl der Messer, schon sehr exklusiv, sehr geil. Gut durchmischt mit Sachen, die halt so absoluter Standard sind. Der Böker-Pen zum Beispiel, der ist nicht gerade günstig, aber im Vergleich zu vielen anderen Sachen schon günstiger. Aber er taucht halt auch viel auf in vielen EDCs, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde diesen Mix, hätte mich jetzt noch interessiert, seinen Rucksack vielleicht zu sehen. Das kann man ja alles mal ausweiten. Das war auf jeden Fall ein schönes und vor allem gut präsentiertes EDC. Beste Grüße gehen raus in meine alte Heimatstadt nach Iserlohn. Sven, vielen, vielen Dank dafür. Coole Nummer. Wir machen direkt weiter mit dem letzten Teilnehmer und das ist diesmal, jetzt muss ich erstmal nochmal auf die Mail gucken, ob ich den Namen erwähnen darf. Ja, also das ist der Georg. Den Nachnamen lasse ich jetzt einfach mal weg, weil es hier nicht steht. Aber das, ja, hallo Gus, hier der Link zu meinem Zeig dein Zeug. Ich bin Georg aus Dresden, Vater von 3 Kindern, das ist ja auch schon eine Art EDC, und leidenschaftlicher Messernerd. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Am liebsten sind mir Fixed Blades, wobei sich auch eine beachtliche Ansammlung in meinem Besitz befindet. Neben THC, Bark River, Bradford, UG Tools sind auch einige schöne Customs dabei. Aber leider spielt das ja hier keine Rolle. Ich habe mein EDC für euch abgefilmt, wo das Herzstück natürlich das Taschenmesser ist. Neben allerlei Spider-Cos, in Klammern alle customized, und sind Giant Mouse,
Ole McCutlery, Viper, Bestek und Chris Reeve dabei. Eieieiei, Georg, du hast zu viel Kohle anscheinend. Ich muss gerade reden. Ich hoffe, mein Video gefällt. Gruß geht raus. Der Georg. Okay, Georg, geile Sache. Ich bin mega gespannt. Legen wir direkt los. Klicken wir mal hier an. Wie lange geht denn dein Video? Das geht etwas länger. Das sind 9 Minuten und. Aber natürlich vollkommen in Ordnung so. Schauen wir es uns mal an. Also, Georg. Auf geht's mit deinem EDC. Ja, moin. Ich grüße euch alle und auch ich möchte gerne mal meinen EDC hier in die Kamera halten Gut, und es Georg. euch vorstellen. Ja, ganz kurz und schmerzlos, gar nicht lange schnacken. Ich fange mal an. Was habe ich wirklich jeden Tag dabei? Da ich Raucher bin, ist es bei mir ein Zigarettenetui und ein Bic-Feuerzeug. Sehr schön. Befindet sich immer in meiner rechten Seitentasche. Ich trage vornehmlich Cargohosen und da ist immer das drinne. Ich hoffe, irgendwann kann ich mal darauf verzichten. Im Moment ist es noch dabei. Stört Als das nicht? nächstes in meiner linken Hosentasche befindet sich seit neuestem die kleine Olight hier. Eine, wie ich finde, richtig geile Taschenlampe. Ich habe den Clip abgemacht. Ich stehe nicht so auf Clips. Und das Ding liegt einfach so bei mir in der Hosentasche, ist aber auch klein genug, dass es nicht stört. Neben dieser Taschenlampe befindet sich in meiner linken Hosentasche immer noch mein Handy, mit dem filme ich aber gerade. Ist nichts Aufregendes in Google Pixel 4a, genau. 4a ist ein schönes kleines Telefon, deswegen stört es auch nicht neben der Taschenlampe in der Hosentasche. Ich habe das gern Ja, das größer. befindet sich Ja. in der linken Hosentasche. Okay. Was ich immer dabei habe, ist mein Setup an Ah. Gürteltaschen. Es tut mir leid, wenn der Kamerawinkel gerade ein bisschen blöd ist und das ganze Bild einfach nur Ah. mit Tasche belegt ist. Ich Kann man habe aber erkennen. hier eine, naja, wenn ihr es sehen könntet, das ist eine Konstruktion aus Lego von meinem Sohn, mit der ich hier mir einen Kameraständer gebaut habe. Von daher bitte ich das Geil. zu entschuldigen. Es ist eine Sehr gut. Gürteltasche, ganz unspektakulär. Mein Portemonnaie ist hier drin. Hier Okay. wandert dann, wenn ich auf Arbeit bin, immer noch mein Schlüsselbund rein, da mein Gut. Arbeitsschlüssel im Auto liegt. Hier vorne auch nur ein Kugelschreiber drin. Ganz unspektakuläres Teil. In der kleinen Pouch, die hier mit an der Gürteltaschenschlaufe sozusagen dran ist, sind auch Sachen, die ich ja, immer wieder brauche. Gut, den brauche ich nicht immer wieder, ein Feuerstrahl. Feuerstahl. Hier ist eine kleine Kompresse drin, Rettungsdecke, Pflaster, Ersatzkontaktlinsen, weil ich Kontaktlinsenträger bin, noch mehr Okay. Pflaster, Schmerztabletten und nochmal Pflaster. Ja, ich brauche viele Klassisch. Pflaster, ich arbeite mit Kindern und habe selber auch 3. Und natürlich, auch ich schneide mich des Öfteren mal und Ach brauche so, jetzt Pflaster. verstehe ich. Ich dachte, die schneiden Hier an dich. der Schlaufe dran selbst ist noch ein kleiner Karabiner, den habe ich mal geschenkt bekommen. Zeigt Und das ja, ab und Messer. zu findet er auch mal seinen Einsatzzweck. Zeigt das Messer. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, hier hinter der kleinen Pouch befindet Ja. sich ja, ein kleines Fixed, was ich auch wirklich Her immer damit. dabei habe. Yeah. Und zwar ist das Schön. Bradford, das ja. G-Necker von Bradford Knives. Das massiges Ich Ding, ey. hatte irgendwann mal den Moment, dass ich mit meinen Kindern draußen war und kam mit dem Taschenmesser nicht mehr weiter und dachte mir, hättest du jetzt ein Fixblade einstecken? Und ja, dann habe ich eine Weile gesucht, hatte schon mehrere kleine Fixblade-Knives und bin schlussendlich hier bei Bradford hängen geblieben. Ist einfach nur ein massives Stück Stahl und dennoch super klein und handlich. Für mich, ja, ich habe extra keinen Lanyard dran gemacht, da es Er schlabbert zu sehr rum, ne? nicht auffallen soll, was es auch nicht tut. Und ich kann es dennoch mehr oder weniger als vollwertiges kleines Messer nutzen, aber für die Zwecke, für die ich es mir geholt habe, ist es mehr als brauchbar. Ja, dieses Setup habe ich tatsächlich immer dabei, egal ob ich zum Bäcker gehe, ob ich einkaufen gehe, ob ich auf Arbeit gehe, ob ich rausgehe. Liegt natürlich auch daran, weil hier immer mein Portemonnaie drin ist, aber deswegen habe ich es auch noch nie vergessen. Das Ding, ja, das ist wie angewachsen quasi. Ja, das Sehr dazu. schön. In meiner rechten Hosentasche befindet sich mein Schlüsselbund,
auch Teil meines EDCs, Autoschlüssel, kleiner Karabiner mit Flaschenöffner, meine privaten Schlüssel und ein Han Solo Lego Schlüsselanhänger, den mir mein Sohn aus dem Legoland mitgebracht hat. Und ist einfach toll, wenn ich einen Schlüssel in der Hand habe, wenn ich im Auto sitze und das die Zündung umdrehe, sehe ich den Anhänger, denke an meinen Sohn und weiß, er hat an mich gedacht. Und das ist einfach immer wieder schön, total schön. Passt jetzt ja manchmal nicht immer so zum EDC-Look, aber ach, das ist halt so. Macht sich ja jeder dazu selbst. Ja. Rechte Hosentasche. Normalerweise müsste ich jetzt mit dem Video aufhören, wenn wir wirklich nur von Everyday Carry reden. Okay. Da all die Sachen, die sind, die ich jeden Tag dabei habe. Ich habe jeden Tag noch ein Taschenmesser in meiner rechten Hosentasche. Allerdings, ja, variiert das, je nach Lust und Laune. Aber es ist doch dann auch EDC, also. Und ich zeige euch jetzt hier mal die Auswahl. Alter. Hier im unteren Bereich mehr oder weniger die Titan-Fraktion, Titan-Mikata-Fraktion. Alter Schwede. Jedes Messer ist auf ja, seine Art und Weise ziemlich geil. Ach. So als mit neuesten Zulauf. Giant Maus, Jutland. Das Giant Maus, Jutland, Jutland, wie auch immer man es aussprechen will. Sehr geil. Hammergeiles Taschenmesser. Die Bowie-Form. Eigentlich würde das reichen. Tatsächlich von der Optik her genau mein Ding. Sehr schön. Wenn ich mich entscheiden müsste. Hat der Rabauke jetzt auch gekriegt. Von eins von denen. Ist sehr wohl das. wer schon mal eins in der Hand gehabt hat, der weiß, wovon ich spreche. Wunderschön. Für mich ist es die Haptik, die das Chris Reeve ausmacht. Das ja. Large Sebenza 31 Titan mit Mikata. Allein schon die Mikata Inlays. Oh, das ist so sexy. Muss es das mal Ding angefasst haben. Es ist unbeschreiblich. Goose, du hattest es auch in dem Knife Talk mit Ben. Ja, wie sich's. Du hattest es da mal gesagt, wie sich das Titan anfühlt. Es ist ja schwer zu beschreiben. Man muss es einfach mal in der Hand ja gehabt haben. Auch der Klingenrücken oben. Es hat eine ganz eigene Haptik. Ist schon eins meiner Lieblinge. Und nicht nur, weil es so arschteuer ist, sondern einfach, weil es gut ist. Ja, da gibt es wesentlich teurere, aber. Und ja, die Auswahl geht noch weiter und wird umso schwerer. Hier sind meine Spider-Cos und auch eine ganz witzige Geschichte. Ich fand Spider-Cos eigentlich immer hässlich. Haben mir nie gefallen. Ja, sagen auch durch viele Videos Leute von dir. Habe ich dann doch mal einen genaueren Blick drauf geworfen. Schlussendlich ist das Tenacious dann irgendwann mal bei mir gelandet. Bester Einsteiger. Hab mir dann die Kupferscales dazu geholt. 80 Euro. Ist sauschwer, völlig sinnfrei in meinen Augen. Aber auch hier einfach ein geiles Teil. Und ja, als ich dann einmal angefangen habe, Alter, das Ding ist so flippen, schick mit dem dann Scales. Dann war es irgendwie um mich geschehen. Ja. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Shaman, PM2. Wenn ich mich hier entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich das Para 3. Para 3. Ich habe hier Titanium Scales, Titanium Backspacer. Ne? Ja. Oh, fast geschnitten. Oi. Das ist die Brauch. Und ein Klingenfinish von Cuscadi ist so ein bisschen. Alter. Nicht, sieht alles ziemlich icy, shiny sehr, aus. Sehr geschmackvoll. Ist gar nicht so im Allgemeinen mein Ding, aber ja, das Messer. Der das Compression Lock ist auch. Was ich gern noch mit dabei habe, wonach ich auch echt eine ganze Weile gesucht habe, ich hatte das erst Tanto, PM2 Tanto mir das Paramilitary 2 geholt. Fand dann die Handlage ziemlich geil. Hab dann irgendwann gesehen, dass es das Ganze noch in der Tanto-Variante gibt und hab mir dann hier von, ich glaube, hier sind es von Flytanium, die ja, 3D-Scales geholt. Absoluter Wahnsinn. Wilder Shit, wild. Wunderschöne Messer. Und mittlerweile, ja, ja sind die Spider-Cos schon für mich ganz, machen ganz wir das Shaman auf. Ich will mal die Klinge sehen. Eins von denen landet dann sozusagen immer noch in meiner rechten Hosentasche. Das variiert aber ja von Tag zu Tag nach Lust und Laune. Und damit war es das auch schon. Ey. Das ist, wow, sind die Sachen, die ich immer dabei habe.
Ich habe fast jeden Tag immer noch im Rucksack mit dabei, wo ja noch ein Schnitzset drin ist mit noch mehr Messern und noch eine Pouch und noch eine Pouch und noch mehr Messer. Aber um ehrlich zu bleiben, die sind halt nicht jeden Tag dabei. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Macht's gut. Ciao. Wow, also mein lieber Georg, das ist auf jeden Fall mal, da hast du mich am Schluss jetzt aber nochmal richtig getreten, das ist ja unglaublich, was für eine tolle Auswahl an Messern, alles personalisiert, alles irgendwie customized und zurechtgemacht, schöne Lanyards mit Beads, geschmackvoll, kann man, was anderes kann man dazu nicht sagen, das ist sehr persönlich, sehr individuell, sehr geschmackvoll, alles toll ausgewählt. Die Präsentation hat mir gefallen. Also das kam mir jetzt nicht vor wie ein 10-Minuten-Video. Das ist so runtergerasselt. Georg, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Das war wirklich First Class. Das war unbeabsichtigt, dass du als Letzter auftauchst. Ich habe die drei Videos einfach nebeneinander auf den Ordner gelegt hier. Und das Beste zum Schluss, sagt man ja immer. Was auf gar keinen Fall heißen soll, dass ich die anderen Videos, die davor gelaufen sind, abwerten möchte. Aber messertechnisch ist das natürlich hier nochmal eine richtig, richtig krasse Nummer. Gefällt mir sehr gut. Ist natürlich klar, dass man die nicht alle mit sich rumschleppt, sondern dass das Ganze im Wechsel stattfindet, aber das erklärt sich ja von selbst. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Das Ganze heute ziemlich knackig und geradeaus, finde ich aber auch ganz gut. Wir haben uns hier aufs Wesentliche konzentriert, nämlich auf das, was die Leute bei sich tragen, mit ein paar kleinen Tipps dabei vielleicht, dass man sein eigenes EDC nochmal erweitern kann. Hier finde ich ganz gut dieses bodenständige, so ein Kinder-Verletzungs-EDC mit Erste-Hilfe-Klamotten dabei und dann packt er halt so ein Prügel hier aus. Und dazu noch bei den anderen Videos halt einfach diese perfekte Zusammenstellung von Brauchbarkeit, aber auch so ein bisschen Sexiness dabei. Titan ist natürlich immer wieder im EDC zu sehen. Ich habe hier auch gerade, wo ich meinen Chris Reeves rausgeholt habe, das ist übrigens das Small Spencer 31, das eins meiner absoluten Lieblingsmesser ist, habe ich dann auch hier noch so Titan-Sachen mit drin. Ist also komplett in Titan. Das ist hier von Reknives der Stift. Den ich hier mit drin habe, der aus Titan ist. Den kann man wunderbar mitschreiben, ganz tolle Mine, auch von der Haptik her super und hat halt so einen kleinen, durch die Fingermulden, so einen Kubotan-Look. Da kommt allerdings auch noch ein Video dazu und hinten drin ist dann noch die Titan-Pommesgabel. Ja, also echt eine coole Sache. Vielen, vielen Dank für eure Einsendungen, erstmal an euch drei. Und natürlich auch an alle Zuschauer, die heute wieder mal mit dabei waren bei Folge 19 von Zeig dein Zeug. Wenn ihr selber, wie gesagt, auch Sachen einsenden wollt und ich soll darauf reagieren, dann schickt mir das Ganze doch bitte zu. Bitte als Download-Link über Google Drive ohne Passwortfreigabe an die jetzt hier eingeblendete Adresse. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, da bleibt mir nichts anderes, als auf Wiedersehen zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Zeig dein Zeug, dann Folge Nummer 20. Das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Vielleicht lasse ich mir da ein kleines Giveaway einfallen. Wer weiß. Also, bis dahin und Glück auf.